Chef on Air. Bei Radio Frankfurt, heute bei mir in den Skyline Studios, die Rose von Frankfurt, Susanna. Das hört sich gut an, wenn mich so ankündigt. Klingt gut, ne? Oh, großartig. Du hast mir verraten, Susanna bedeutet, ist hebräisch, ne? Bedeutet das ist die Rose. Genau. Wow. Dass du es gleich so anbringst. Ja, und die Schönheit ist ja auch dein Geschäft. Aber die Schönheit der Räume, gell? Ja, die Schönheit der Räume, genau, das kann ich gut. Super, super. Ich kann gut gestalten. Mensch, genau. Du hast eine tolle Stimme, aber du bist sehr leise. Ich muss gleich das Mikro näher rücken. Aber wenn wir dann in die Vollen gehen, dann sprechen wir auch über Philosophie, habe ich gehört, ne? Und warum du gestern gern Fußball geguckt hast. Oh nein. Aber natürlich. Das darfst du nicht machen mit mir. Wir werden sehen, was ich alles darf. Du wirst dich wundern. Hast du Lust? Ehrlich. Okay, ich bin dabei. Ja, fühlst du dich auch wohl hier bei uns, oder? Ja, mittlerweile so einigermaßen. Susanna Barber ist unser Gast hier. Frankfurter Mädchen, gell? Frankfurter Mädchen, in Frankfurt geboren. Und jetzt in Dreieich? Und jetzt in Dreieich, Buchschlag, genau. Wieso bist du rausgeflogen hier aus Frankfurt? Warst du nie artig genug? Oder artig, zu artig vielleicht? Nein, ich war nicht, eigentlich wegen der Kinder und man hat mehr Freiräume. Ich habe den Wald davor. Ich kann gleich joggen gehen. Also es ist einfach für meine Kreativität einfach besser gewesen. Und es hat sich so ergeben. Sehr schön. Und Kreativität ist doch das Stichwort, weil du bist natürlich hier bei Radio Frankfurt Chefin on Air, weil du eine wunderbare Interior-Designerin, Gestalterin und Stylistin bist. Mhm, das stimmt. Wunderbar, also, sage ich deshalb, weil ich habe mir die Fotos auf deiner Homepage angeguckt. Vater. Oh, gerne. Und gleiches Startfoto, das ist ja hier nicht... von armen Eltern, sage ich mal, hier, das Häuschen. Erzähl mal was darüber. Klick mal rein auf die Homepage. SusannaBarber.de natürlich. Susanna. Ja. S. Und genau. Was haben wir hier? Das ist so mit ganz viel Hirschgeweih und ganz viel Holz. Genau. Toll. Danke erstmal für die Komplimente, die du machst, weil das hört man ja selten. Das ist ein Esszimmer, was dann übergeht in ein Wohnzimmer. Genau. Und das ist natürlich mit vielen Ethno-Accessoires gestaltet. Was heißt Ethno? Ethno ist halt Accessoires, die aus dem afrikanischen oder arabischen Raum kommen. Das sind auch Stühle, die kommen aus Indien. Also es ist sehr gemixt. Also das ist jetzt zum Beispiel, das ist auch genau mein Ding. Ja, genau. Und halt Geweihe auch noch. Also wir haben aus allen Kulturkreisen ist dann die dekorativen Elemente, die wir da eingebracht haben. Ja. Du bist eine One-Woman-Show, oder? Eine One-Woman-Show, aber ich habe halt natürlich auch ein Team, mit dem ich zusammenarbeite. Was sind das für Leute? Schreiner wahrscheinlich? Das sind Schreiner, verschiedene Handwerker für die verschiedenen Gewerke, Architekten auch und Grafiker. Ja. Architekten, das heißt, ja? Ja, ich arbeite ja auch mit Architekten zusammen, weil ich gestalte ja nur den Innenraum und oft werde ich dann von Architekten auch gerufen, damit eins ins andere übergeht. Also dass wir Hand in Hand arbeiten und nicht verschiedene Dinge, ich sag mal, komponieren erstmal, die dann vielleicht gar nicht zusammenpassen. Na klar. Ja. Der Raum ist super, aber die Wand hier muss weg und die hier auch. Genau. Und so. Ich muss erstmal Architekten sagen. Und du hast gestern Abend keinen Fußball geguckt, weil du arbeiten musstest. Oh, du bist gemein. Nein, ich habe auch keinen Fußball geguckt, weil ich schlafen musste. Du musst schlafen. Nee, ich musste tatsächlich arbeiten. Und ich wollte arbeiten, weil ich habe ja heute einen Termin hier bei euch. Und am Wochenende bin ich auch unterwegs. Also musste ich irgendwie mir die Zeit nehmen und auf Fußball verzichten. Und musstest du wirklich verzichten? Hättest du Bock gehabt, das zu gucken? Ja, warum nicht? Ja, also ich habe. Warum nicht, kann ich dir sagen? Ich hab, ja. Obwohl, aber warum ist klar, Rudi, es gibt nur einen Rudi Völler. Genau. Hast du dir gezeigt. Ja. Du musst am Wochenende auch arbeiten, nein, oder bist unterwegs? Da bin ich dann unterwegs. Ach so. Deswegen. Und was machst du denn? Ja, das verrate ich nicht. Ach komm, Geheimnisse hat sie auch noch hier. Nein. Wie kamst du zum Interior? Wie ich dazu kam. Also ursprünglich eigentlich über meinen Vater, der hat eine Firma für Möbel gehabt. Oh, eine Firma für Möbel? Genau, der hat Möbel entwickelt. Und wie toll ist das denn? Ja, das war super. Das war großartig. Ich brenne für das Thema übrigens. Deswegen, ich will dir viel weniger ins Wort fallen. Aber weil ich wollte früher selber Innenarchitekt werden oder Inneneinrichter. Ja. Deswegen finde ich es klasse. Aber ich lasse dich jetzt mal ausreden. Genau. Also auf jeden Fall, da kam die erste Inspiration. Er hat ganz viel mit Bambus entwickelt und hat mich dann mit 15, 16 so ein bisschen reingezogen in die Geschichte. Ich habe mich aber dann trotzdem entschieden, in die Mode zu gehen. Das hat auch vielleicht was mit Eitelkeit zu tun gehabt. Aber auch, ich habe nichts zum
Anziehen gefunden und hatte so Visionen und habe gesagt, so, jetzt muss ich die Welt verändern. Ja. Und habe dann Stickereien, Couture-Stickereien entwickelt. Sehr dekorativ. Ja. Sind wir jetzt noch bei Mode oder ist es bei Interior? Mode, genau. Ja, okay. Und dann habe ich aber wieder die Kurve gekriegt, über einen Architekten ins Interior zu gehen und da wirklich meine wahre Berufung gefunden zu haben. Ja. Das hatte mit Eitelkeit zu tun, sagst du? Warst du früher Mädchen? Mit 15, 16, weil ich wollte keine normalen T-Shirts, sondern ich wollte irgendwie großartige Oberteile, die irgendwie aus Samt waren und die spitz zuliefen und asymmetrisch geschnitten waren. Mhm. Das gab es damals noch nicht. Okay. Und also habe ich mir aber da hat nichts mit Eitelkeit, sondern Individualität zu tun. Das natürlich im weitesten Sinne natürlich wollte ich natürlich mich selbst irgendwie meine individuellen auffallen, genau auffallen so bisschen, und so weiter. Ne? Meine Wahrheit leben. Was ich so innen gespürt habe, so als 15, 16, 17, 18-jähriges Mädchen. Was hast du da gespürt innen? Ja, so ein verrücktes Ding. Aber echt? Ja. Also allein diese Gestaltung. Ich habe ja auch mein Zimmer auch schon umgeräumt. Das Wohnzimmer meiner Eltern, also die waren vor gar nichts gefeit. Ja? Hast du? Hey, wir sitzen hier schon wieder aus. Ja, wirklich, ich habe alles Susanna umgestellt. Also wenn komm sie draußen waren, ich habe alles umgestellt. Echt? Also ich war schon ein Horrorkind eigentlich. Och komm. Ja. Aber vielleicht hast du es ja gut gemacht. Ja, in meinen Augen, ich war begeistert. Aber ich glaube, meine Eltern haben da erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, um dann zu sehen, dass ich dann doch Talent habe. In späteren Jahren erst, ja. Chef on Air bei Radio Frankfurt, heute mit der Susanna Barber, Interior und Wohndesign, die neue Homepage susannabarber.de. Ein paar Monate hast du eben gesagt, ist sie alt, ja, ne? Ja, so ein paar Monate. Dieses Jahr ist die on stage gegangen. Wunderbar, wunderbar. Wo kommen deine Kunden her? Ich habe so einen Radius von 200 Kilometern eigentlich. Oh, schön. Ja. Also es kommt natürlich auch dadurch, dass viel Mundpropaganda passiert. Mhm. Und Luxemburg zum Beispiel auch. Aber es ist halt auch irgendwelche Freunde von Bekannten und so weiter. Und dann bekomme ich die oder halt auch über die Webpage. Ja? Ja, über die Webpage. Funktioniert. Genau. Das funktioniert auch. Ich dachte, auch. Homepage ist wie eine Visitenkarte, hat man nicht mehr. Aber ja, hat man wohl doch noch. Doch. Also, ich habe selber noch eine, aber denke mir, brauche ich das olle Ding eigentlich noch? Ja gut, ich meine, du musst halt natürlich auch ein bisschen investieren in AdWords, ne? Also dass die natürlich auch in den ersten 2, 3 Seiten kommt. Die Goggles meinst du, ne? Ja, die Goggles, genau. Dass sie oben erscheint, ja. Yes. So, dein Vater hat Möbel gemacht selber, aus Bambus und so weiter. Aus Bambus, genau. Hat er einen Laden gehabt oder eine Schreinerei? Nee, er hat eine Firma gehabt. Und da hat er die auch produziert, auch Korbwaren geflochten. Also mein Vater kommt ja aus Spanien, aus Valencia. Aha. Und er war der erste Exporteur in den 60er Jahren für Bambus und Korbwaren und Flechtwaren und spanische Keramik, die so ein bisschen gröber ist. Also wenn man in Spanien ist, auf den Fincas, hat man dieses gröbere, transparente Glas. Und das hat er dann alles. Er war einer der ersten Exporteure, meine Eltern haben sich auch hier in Frankfurt kennengelernt. Die Augen glänzen, sie ist stolz auf den Daddy. Ich bin total stolz auf ihn. Wunderbar. Und mein Logo ist noch von der Firma. Ach ja. Ja, Santiago Barber. Ja. Santiago Barber, auch noch so ein toller Name. Ja, genau. Susanna Barber. Ja, genau. Yes. Das hat alles so ein bisschen Geschichte. Und deine Eltern haben sich in Frankfurt kennengelernt? Die haben sich in Frankfurt kennengelernt. Wo denn? Also, kennst du die Story? Ich kenne die Story. Also die ist total lustig. Und zwar am Bahnhof ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, einen Laden, wo man tanzen konnte, so ein Tanzdings und mit kleinen Tischchen und Telefonen. Und dann konnte man sich gegenseitig anrufen. Und mein Vater kam von der Messe, wollte sich ausruhen, Drink nehmen. Meine Mutter war irgendwie Sekretärin, ist mit ihren Mädels da ausgegangen und dann hat es gefunkt. Und dann hat er sie quasi angefunkt mit dem Telefon und daraus bin dann ich entstanden. Aber wie schön, sehr schön. Und jetzt hast du auch selber Nachwuchs, ne? Du bist wegen der Kids auch unter anderem nach Dreieich gezogen. Genau, ich hab 2 Kinder. Mittlerweile sind die ein bisschen größer, aber das war auch der Grund, warum wir dann auch dahin gezogen sind. Wie alt sind sie denn, die Kids? 14 und bald der eine 21, der wird 22. Haben die auch so den Fable für Interior Design, wie die Mama oder für Design? Also meine Tochter eher künstlerisch, also zeichnerisch. Mhm. Und mein Sohn überhaupt gar nicht.
Der ist in eine ganz andere Richtung. Was der ist macht eher er? BWL, studiert BWL und ist da ganz happy mit Zahlen und so weiter. Du hast eben, das ist auch mal ein interessantes Wort. Zahlen und Sprache, das muss immer perfekt sein, ja, hast du genau. eben gesagt. Ja, ja. Ehrlich? Ja, und da ist er ist so ganz anders und da haben wir auch so ein bisschen immer so Diskrepanzen im Verständnis füreinander. Ja? Okay. Weil er ist der Einzige in der Familie, der nicht kreativ ist. Aber mhm. ich bin ja froh, dass er ein Mensch der Zahlen ist. Das kann man immer gut gebrauchen. Ah, ja, ja. Sehr gut. Ja, ja, das ist schon gut. Und dein Partner oder Mann, was macht der? Ist er auch in der Branche irgendwie? Oder? Mein Mann ist gestorben. Oh. Vor 2,5 Jahren. Ah, okay. Während Corona, ja. An alles. Ja. Mein Mitgefühl dafür. Ja, danke schön. Aber es ist ja auch schon ein bisschen her. Was hat er gemacht denn? Er war auch Designer. Er Ach, war ja. Innovationsmanager und Aha. hat natürlich auch Dinge entwickelt. Ja. Also wir Habt ihr euch auch beim Job kennengelernt? Oder? Nein, ich war ein Überraschungsgast. Er hat gekocht und jeder seiner Gäste dürfte jede Woche einmal. Ach, und dann, auch so eine schöne Story. Ja, und dann war ich Überraschungsgast und sollte eigentlich über meine Schwester hinkommen. Sie war aber krank und ich musste aber hin, irgendwie, weil sonst hätte sie irgendwie 50 das Euro. Das Schicksal hat das vorher bestimmt, weiß, der Plan. Ja. Und dann habe ich ihn gesehen und es hat wirklich, ich glaube schon fast Liebe auf den ersten Blick. Ach, wie schön. Also zumindest waren wir extrem begeistert. Toll. Zwei Kreative, genau. Wunderbar. Ja. Darf ich dich fragen, wie alt du bist? Ich ja. frage einfach. Ich bin jetzt am Sonntag 57 Jahre alt geworden. Am Sonntag? Ich bin eine Jungfrau. Das ja. gibt's doch nicht. Unsere Kollegin Justine Leiderer und meine Tochter haben am Sonntag Geburtstag Echt? Gehabt, am 13. Am 10. Moment, 10. Nee, natürlich. Nee, nee, heute 10. ist der 13. Ja, heute 10. Ist September, ja, natürlich. 10. September, genau. Alles Gute nachträglich. Ja, danke schön. Ich habe jetzt von dir, Marcel. Die Zahl vor lauter Aufregung, weil du am selben Tag Geburtstag hast. 57 bist du? Ich bin 57, ah, genau. Lalala. Mhm. Ja, Susanna Barber. Ja. Du bist... Hast ein Eintracht-Trikot? Nee, ein T-Shirt. Ich bist hab, auch Eintracht-Fan? Die Diva von Main. Ja, ne? Ich habe von meinen Mädels zu meinem Geburtstag wirklich dieses Eintracht-T-Shirt bekommen, die Diva von Main. Es war ein Geschenk. Ich bin so stolz drauf. Es ist sehr, sehr schwer zu bekommen. Ach ja? Ja. Und bist du denn auch Fan von der Eintracht oder nur Eigentlich, von dem Trikot? Also ich bin, also ich meine beste Freundin also ist auf jeden Fall Fan, super Fan und ich bin halt ihr Fan. Du bist Fan. Im Sog mitgerissen. Genau, ich bin im Sog mitgerissen. Das und, ist ja geil. Aber unser Plan ist mal gemeinsam auf dem Spiel und dann mit unseren T-Shirts. Aber natürlich. Aufzukreuzen, das auf jeden schön. Fall. Chef on Air. Stefan on Air bei Radio Frankfurt. Susanna Barber, halb Spanierin war das? Gebürtige Frankfurterin, gell? Und macht die Räume schön im Umkreis von 200 Kilometern. Wer bucht dich so? Also, ist das alles privat oder? Es ist einiges privat, aber auch einiges gewerblich. Mhm, ja, ich habe auch sogar in Aschaffenburg auch eine Firma, die zum Beispiel die Entrees und Büros manchmal überarbeitet haben wollen nach 20, 30 Jahren. Und dann, ich mache halt sehr individuelle Konzepte, ja, und gehe dann natürlich auch auf das Thema ein, also was diese Firma auch vertreibt und versuche das natürlich auch stilistisch irgendwie. Ich weiß nicht, so umzusetzen, ja, das ist halt... Dass man direkt weiß, worum es geht. Ja, genau. Und dass natürlich die Leute, die da arbeiten und der Raum eins werden, weißt du? So, Perfekt. Dass es irgendwie... Ich liebe es. Rund ist alles. Auf jeden Fall. Manchmal gehst du in Läden rein und denkst dir, was verkaufen die hier eigentlich? Ja, genau. Und das... Messer. Was? Und man könnte, wieso sehe ich das nicht? Ja, hier? Genau. Und man könnte ja wirklich über dieses Messer oder das Thema könnte man Ach, so ja toll. So gestalten, dass es sogar witzig ist oder wirklich auch noch hängen bleibt im Kopf. Ja. Was für tolle Räume, die Susanna schon alles gestaltet hat. Unter anderem sind es wahrscheinlich nur ein paar Fotos auf deiner Homepage. Das sind nur ein paar Fotos. So tolle Fotos von Räumen, die Susanna bisher schon gestaltet hat unter susannabarber.de. Was machst du gerade? Was ich gerade mache, ich mache kleinere Wohnungen, die ich schon im Rohzustand, da gehe ich schon rein und gestalte mit über Boden, Wände. Also ich bin von Anfang an dabei, ist natürlich auch ganz toll, dass ich dann von Anfang an dabei reinkomme. Das ist jetzt nicht so oft und das ist natürlich wunderbar. Ja. Kommst du manchmal in vielleicht zu Bekannten in die Wohnung und dann denkst du dir, ist schön, aber kann man nicht so lassen. Darf ich mal bitte, hast du ja früher als Kind schon gemacht zu Hause, ja, kann ich genau. mal bitte die Couch woanders hinstellen und dieses Bild sagen und vielleicht die Lampe dahin hängen oder so? Also es passiert manchmal schon, dass ich sage, dass mir Dinge auffallen, die man
ad hoc verbessern könnte im Moment, also indem man vielleicht auch eine Bank umstellt oder irgendwelche Accessoires, die woanders auch besser zur Geltung kommen. Aber ich halte mich schon sehr zurück und ich muss die Leute auch schon gut kennen, dass sie das mit mir mitmachen. Also die, die mich kennen, die sind manchmal auch froh und dankbar, wenn ich da rumwurschtel. Manchmal geht es ja auch nur so um ein paar Zentimeter, ne? Wo du sagst, verschieb doch mal die Couch 30, 40 Zentimeter in die Richtung, du wirst sehen. Und den Teppich vielleicht ein bisschen nach vorne. Und genau, das sind manchmal nur kleine Veränderungen. Wenn bei dir zu Hause jemand was umstellt, siehst du das sofort? Sofort. Ich auch. Das geht gar nicht. Ja. Ey, wenn ich bin gestern nach Hause gekommen und auch, ich bin bei uns, da haben wir eben drüber gesprochen, bei uns zu Hause der Einrichter, weil ich liebe es halt, ne? Und meine Frau hat geputzt und ich komme nach Hause und sie hat mir nicht gesagt, dass sie geputzt hat. Ich habe gesagt, warum steht. Du hast geputzt, weil ich habe genau gesehen, dass die Pflanzen anders standen, obwohl sie es wieder an denselben Platz gestellt hat. Aber es war halt nicht derselbe Platz. Richtig. Und es war nicht dieselbe Drehung. Mhm, genau. Bisschen nerdig halt, ne? Naja, es gehört dazu. So fühlt man sich dann auch wohl. So, wir haben eben ausgemacht, während die Musik lief, wir reden nicht über Quantenphysik, was eins deiner Hobbys ist, sondern über Persönlichkeitsentwicklung, wofür du auch brennst, wie ich auch. Ja, genau. Sehr gut. Was machst du in die Richtung? Gehst du dem nach auch? Oder interessierst du dich einfach? Nee, ich gehe dem auch nach, ich lebe das auch. Also was halt sehr nachhaltig war bei mir, ich mache auch Familienausstellungen schon seit mehreren Jahren. Das ist Hellinge. Ja, Hellinge, genau. Da scheiden sich ja oft auch die Geister, es ist unglaublich effizient und man sieht sofort, wo die Problematik ist. Man versteht sehr viel über sich selbst. Mhm. Und auch gerade in meinem Beruf brauche ich ja ein Verständnis für mich, damit ich muss ja in so einer gewissen Klarheit sein, damit ich meinen Kunden auch helfen kann. Mhm. Ja, und auch wirklich auf dem Punkt landen kann, meine Kunden auch spüren kann. Das ist ganz wichtig. Ja, weil das ist ja, was wir auch gesagt haben, dass alles rund ist. Ja, ja. Und wenn ich dann selber nicht in meiner Klarheit bin oder unsicher oder zu viele Probleme mit mir rumschleppe, kann ich meinen Beruf schlechter ausüben einfach. Ja, das ist auch eine Notwendigkeit. Aber klar. Ja. Das sollte irgendwie schon in der Schule gelehrt werden. Finde ich auch, dass jedes von klein, jedes kleine Kind entdeckt, wer es ist, und sich besser versteht. Ja, finde ich auch großartig, dass du das auch so ansprichst. Das ja, es ist ja auch meine Leidenschaft, muss ich sagen. Ja. Gehört zu meinem Leben dazu, Persönlichkeitsentwicklung. Toll. In sich aufzuräumen bis in das letzte Kellerloch. Das ist nicht einfach, die ganzen Freunde, Leichen. Aber ja. Die ganzen Leichen. Oh ja, die werden auch aufgeschwemmt und das ist teilweise ein harter Prozess. Ich weiß. Aber wenn man durch ist, ist es erleichtert. Ja. Ist man erleichtert. Und, aber weißt du, das ist doch der Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung. Definitiv. Und du hast ja auch erzählt von deiner Familie. Ja. Und das finde ich total wichtig, dass dann besonders auch Männer dann auch bei sich auch besonders auf Männer? Ja. Besonders auf Männer? Das musst du mir jetzt schon mal erklären. Das ist ja eher so eine typische Eigenschaft, so in die Tiefe zu gehen, oder? Ich will jetzt so ein bisschen von Menschen, von weiblichen Menschen. Weibliche Menschen. Zum Glück haben wir gleich noch einen Podcast. Wir reden gleich weiter über weibliche Menschen und das Typische bei Männern. Du bist schon nervös, gell? Hier ist Chefin und Erbe Radio Frankfurt mit Susanna Barber. Sie ist Interior- und Wohndesignerin. Check mal die Homepage, wirklich ganz, ganz tolle Sachen. susannabarber.de, Instagram susanna_barber_interior. Interior- und Wohndesignerin und Philosophin wohl. Wir haben eben über Menschen gesprochen und zwar über weibliche Menschen. Die ja in die Tiefe gehen. Ich habe gar nicht genau verstanden, was du gesagt hast, aber ist das das Typische für Frauen, dass sie in die Tiefe gehen, deiner Meinung nach? Das ist jetzt nur meine Sichtweise, meine Beobachtung, dass Frauen eher hingucken, ja, also eher in die Tiefe gehen und Männer das gar nicht so wichtig nehmen, was jetzt keine Kritik ist, sondern das Männchenprinzip, habe ich nur diese Beobachtung gemacht, geht da viel, viel leichter damit um, wenn es mal nicht perfekt ist oder wenn das es... Der Mann eigentlich. Geht damit leichter um? Ja. Weißt du, was von meiner Beobachtung. Weißt, ich will jetzt keine Diskussion hier für dich. Es ist ja nur meine Beobachtung. Wir tauschen uns Meinungen aus. Ihr nehmt das so ein bisschen leichter, wie viele Frauen, die sehr schnell an sich zweifeln. Ja, das ist so meine Beobachtung. Nur meine Beobachtung. Ich bleib da ganz bei mir. Ja, das ist super. Auch das finde ich ja spitze. Wenn man eine Meinung hat, ist es doch klasse. Und der andere darf doch eine andere Meinung haben. Das finde ich auf jeden Fall super. Souveränität. Googelt mal die Definition dieses Wortes. Ist spitze. Souveränität. Heißt nämlich, ich habe meine eigene Meinung, akzeptiere die Meinung eines anderen auch. Weil meine Meinung ist nämlich, dass Männer viel mehr Gefühl haben als Frauen und Frauen
sind viel mehr in der Klarheit. Da glotzt er, hm? Da guck ich aber bautlich. Doch, Frauen haben viel, viel schöneres, ich finde es richtig klasse und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Frauen immer mehr in den Fokus rücken und auch nach vorne gehen, weil der Mann in seinem Gefühl ersäuft und die Frau mit ganz vielen Themen viel faktischer umgehen kann, viel klarer. Das ist meine Da divergieren wir eigentlich komplett, weil eigentlich ist die Frau ja eher sehr mit sich verbunden, weil sie durch ihren Körper... Ach, und der Mann nicht, oder was? Der Mann hat halt einfach eine andere Aufgabe, ne? Ach so. Und eigentlich ist ja die Frau durch ihre Anbindung ans Gefühl, ich meine, guck, vielleicht bei dir in deiner Frau, bindet sie dich durch ihre Liebe auch mit dem großen Ganzen ein. Aber das geht jetzt echt zu weit, glaube ich. Finde ich jetzt, es geht weit, das finde ich schon, das finde ich super. Ich liebe Gespräche über genau das, über Energie eben, ne? Über Energie, und das genau. Leben, ja? Ja, genau. Aber bevor wir hier den Rahmen sprengen, sprechen wir noch ein bisschen über Design. Mhm. Und du lässt ja deine Persönlichkeitsentwicklung definitiv auch ins Design mit einfließen. Hast du manchmal Diskussionen mit deinen Kunden, die was ganz anderes wollen, als du vorschlägst? Nein, überhaupt nicht. Lassen sie sich total auf dich ein? Es ist ein gegenseitiges Aufeinander einlassen eher. Ja. Weil ich glaube, ich glaube auch an das Gesetz der Resonanz. Ne? Mhm. Also dass ich auch die Kunden, die gucken sich ja natürlich auch meine Webpage an, wir haben ein Vorgespräch. Und dann fühlen die ja schon, ob wir einfach gut miteinander auskommen, ob sie sich verstanden fühlen und sie kaufen ja bei mir Sicherheit ein. Ne? Sicherheit in der Auswahl und in der Gestaltung ihrer Räume. Das ist ja ganz wichtig. Und und da finden wir dann natürlich zusammen. Und da gibt es keinen Kampf, sondern es ist eigentlich ein kreatives Spiel dann. Und mit den meisten Kunden bin ich auch per Du irgendwann mal, wenn die Projekte sehr lang gehen. Manchmal gehen die auch über ein Jahr oder sowas, weil es größere Geschichten sind. Und das ist ein Eingroove, es ist ein einziger Spaß und sogar meine Kunden werden dann kreativ. Ja, also ich führe einfach nur... Du steckst wahrscheinlich an mit deiner Begeisterung. Ja, natürlich. Also wenn man begeistert ist und die Kreativität steckt ja in jedem von uns. Ja, und das ist dann wirklich... Und dann entstehen schöne, schöne Räume. Ja. Also nicht nur schöne Räume, sondern einfach Räume, die gut tun. In denen man sich wohlfühlt. Ja, und die gut tun, die einen positiv beeinflussen. Ja, und das ist das Wichtige. Auf jeden Fall. Ja. Ich komme auch so oft bei Bekannten rein, denk mir, schwarz und weiß... Ist es euer Ernst eigentlich? Ich gucke mich gerade hier im Studio um, hier ist alles schwarz und weiß. Ich wollte gerade sagen, weil hier, das sieht jetzt bei euch nicht anders aus. Ich bin ja voll in die eigene Farbe. So ganz klares Farbkonzept. Ja, aber guck mal nach draußen, unsere Farbe spielt sich hier draußen ab, der Blick auf die Skyline. Genau. Nee, aber es ist schon gut. Farbe, oder? Mhm, auch, ja. So, ich meine, es gibt manche Kunden, also es gibt jeder Raum, schreit auch nach einer Farbe. Auf jeden Fall. Und das dann zu erkennen und dann natürlich auch die Einrichtung darauf abzustimmen und dann hast du ein Kaleidoskop von Farben, wenn du dann durch Räume gehst. Mhm. Und ich folge dann auch so manchmal so einer Philosophie einfach, ja, die ich dann entwickle in diesem Designprozess. Und es macht einfach Spaß. Ja, und inspiriere Menschen dann, dass sie wirklich über ihren Tellerrand hinausgehen und den Mut haben, das dann auch umzusetzen. Es hilft ja nichts. Ich kann das beste Konzept machen, wenn das nicht befolgt wird. Ja. Oh, sicher, dass man da die und richtig, die Richtig, genau. Echt? Und deswegen ist es so wichtig, dass man so einen guten Connect hat und ein Vertrauen hat. Ja. Und dann entstehen dann die schönsten Dinge. Ja. Okay, Susanna, wenn du das sagst, dann machen wir das so. Ist ein Traumjob, oder? Den du hast. Ein Traumjob, absolut. Ich bin so dankbar, dass ich das machen darf. Wie lange machst du das denn schon? Interior Design jetzt seit 13 Jahren. Moment, ich muss kurz mal, weil die Musik ist schon zu Ende hier. Macht nichts, wir haben noch jede Menge hinten im Haus. Seit 13 Jahren. Bei 13 Jahren Interior, genau. Wie, was ist das nächste große Ziel? Oder hast du noch irgendwas vor, wo du sagst, oh, das will ich noch erreichen? Ja, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich auch schon oft. Manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht etwas ganz anderes zu machen. Oh. Ja? Auch mit dieser Persönlichkeitsentwicklung und sowas. Ne? Aber noch macht mir diese Gestaltung zu viel Freude. Und ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir. Aber sicher. Aber ich habe, wie auch immer, was ich gerne machen würde, was du mir erzählt hast, ne? Dass ich im Ausland vielleicht auch ein Anwesen kaufe und das dann entsprechend gestalte, aber noch inhaltlich noch füllen muss mit etwas. Also vielleicht auch mit dieser Persönlichkeitsgeschichte. Ja. Ich weiß es jetzt nicht. Also ein bisschen, ich habe noch kein klares Konzept. Ja? Das heißt, ich bin im Flow bleiben und gucken, was kommt. Ja. In der Kreativität. Ich
will für mich, dass es dir sehr, sehr gut geht und dass alles auf dich zukommt, was da ist. Ja, vielen was dir Dank, gut tut. Marcel. Schön, dass du hier warst. Susanna Barber, Interior und Wohndesign. Heiner trifft 41, ist die Straße in Dreieich. Auf Instagram Susanna_Barber_Interior. Und im Internet die Homepage susannabarber.de. Danke, dass du hier warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War sehr mir gerne. Ein Fest, Marcel.